Hallo und herzlich willkommen zu Truck Insider. Gibt es bei den Lkw-Antrieben der Zukunft nur die Wahl zwischen batterieelektrischem und Brennstoffzellenantrieb? Die Tüftler des niederländischen Lkw-Herstellers DAF Trucks sind da anderer Ansicht. Sie können sich sehr gut vorstellen, mit einem Wasserstoffverbrenner eine sinnvolle Ergänzung vor allem im Fernverkehr anzubieten. Truck Insider Hans-Jürgen Wildhage war neugierig. Bei einer Stippvisite im DAF-Werk Eindhoven traf er sich mit Raoul Weinands, Manager Testing bei DAF Trucks, um mehr über die Idee zu erfahren und auch nachzuhaken. Raoul, vielen Dank für die Einladung nach Eindhoven. Schön, dass ich mal wieder hier sein darf. Der Grund der Einladung ist ja eine völlig neue Familie. XF ist neu, der XG ist dazugekommen, brandneu. Ich weiß, unter dem völlig neuen Fahrzeug arbeiten überarbeitete Dieselmotoren. Und ich weiß auch, bei euch im Konzern gibt es intensive Arbeiten für die Zukunft an der Brennstoffzelle. Und jetzt sehe ich hier dieses Fahrzeug. Guck mir den Motor an und denke, DAF geht jetzt auf einen Gasmotor. Das ist ja offensichtlich ein Ottomotor. Ich sehe da Zündkerzen. Was soll das denn? Was macht ihr denn jetzt noch zusätzlich zur Brennstoffzelle und euren an sich schon sehr umweltfreundlichen Dieselmotoren, die ja auch HVO verbrennen können? Was macht ihr jetzt hier mit diesem Gasmotor? Ja, das hast du richtig gesehen. Es ist ein Ottomotor, aber kein Gasmotor. Das ist ein Wasserstoffmotor, ein Wasserstoffverbrenner. Raoul, warum ein zweites Konzept? Die Welt sagt ja ziemlich unisono, Wasserstoff ist die Zukunft. Die meisten Hersteller sagen, wenn wir das im Lkw haben, dann nehmen wir die Brennstoffzelle. Ihr kommt jetzt mit einem Verbrennungsmotor für Wasserstoff. Warum tut ihr das? Wenn du auf Wasserstoff fährst, hast du die Wahl zwischen zwei Sachen. Man kann die Brennstoffzelle nehmen, was ja schon sehr stark in Entwicklung ist. Aber die Alternative ist ein Wasserstoffverbrenner. Beide sind Zero-Emissionen-Antriebsstränge. Aber sag mal konkret den Vorteil, die Brennstoffzelle steht ja eigentlich so am Anfang ihrer Entwicklung für den dynamischen Einsatz in einem Fahrzeug. Stationär kennt man das schon seit einer kleinen Ewigkeit. Hat sie Schwächen, die ihr mit dem Verbrenner ausmerzen könnt? Das vermute ich jetzt mal, sonst würdet ihr ja diese großen Investitionen gar nicht tätigen. Ja, da hast du gut gesehen, das ist wirklich wahr. Die Brennstoffzelle hat natürlich ihre Tücken und ihre Schwächen. Wichtig ist, die Brennstoffzelle zum Beispiel hat im Transient, das heißt, wenn man auf dem Gas geht, das ist ein statischer Prozess, mehr oder weniger. Da muss man immer noch eine große, weniger oder größere Batterie nutzen. Das hat der Verbrenner gar nicht nötig. Der Verbrenner kann gleich Gas geben, wie der Dieselmotor ist, und fahren. Das ist eins. Zwei, die Qualität des Wasserstoffs für eine Brennstoffzelle muss sehr, sehr gut sein. Das hat der Ottomotor, den Verbrenner-Wasserstoffmotor, gar nicht nötig. Und zu dritt ist die Kühlkapazität. Wenn man sieht, wie viele Kühlanlagen man auf einem Brennstoffzellenfahrzeug fahren muss, sicherlich, wenn man das im Bereich der 300 bis 400 kW Motoren entwickeln soll, das ist schon erheblich. Und da ist der Wasserstoffverbrenner eine sehr gute Alternative, besser gesagt eine sehr viel günstigere Alternative. Okay, also das verstehe ich gut. Man kann eine bewährte Basistechnik nehmen mit der Kühlanlage und allen weiteren Aggregaten. Aber trotzdem, ihr hattet ja bisher gar keine Gasmotoren, gar keine Ottomotoren. Habt ihr euch jetzt einen dazugekauft oder rüstet ihr einen eurer Dieselmotoren um? Nein, wir haben uns keinen dazugekauft. Das ist eine Eigenentwicklung mit einem Partner. Aber das ist unser MX-13-Aggregat. Den Unterbau ist das MX-13-Aggregat. Nur der Zylinderkopf, Kolben, Verbrennungsraum natürlich sind völlig überarbeitet, um einen Verbrenner davon zu machen. In diesem Fall, wie du hier sehen kannst, ist es eine indirekte Einspritzung. Zweck der Sache von uns ist natürlich, wenn wir das machen und wenn das Serie werden soll, dann wird es ein Direkteinspritzer nachher. Okay, einspritzen wollt ihr ja Wasserstoff. Ja. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Ich habe mich vorher umgeguckt. Ihr habt hier Tanks. Ja. Sieht so aus wie bei einem Gas-LKW, wie ich ihn kenne. Ja. Was fahrt ihr? Fahrt ihr mit dem hohen Druck, mit dem niedrigen Druck oder fahrt ihr sogar mit flüssigem H2? Was ist so euer Plan? Na, auf diesem Prototypen, den wir hier haben, und Entwicklungsfahrzeug, da sind hier vier Tanks drauf und die sind vergasförmigem Wasserstoff. Am Moment haben wir in Holland, wir haben gerade die fünfte Tankstelle geöffnet und nur für gasförmigen Wasserstoff. Der gasförmige Wasserstoff, den wir hier tanken, hat 350 Bar. Die Technik, die hier drauf sitzt, und das wird nachher sich auch so weiterentwickeln, kann bis 700 Bar gehen.
In diesem Fall, bei diesen vier Tanks, die du hier neben dir siehst, erfassen 10 Kilogramm Wasserstoff. Wenn wir auf diesen Tanks auf 700 Bar erfüllen können, können wir 14 Kilogramm Wasserstoff erfassen. Raul, ich habe gesehen, du hast die Tanks hier. Ja. Ich habe mal reingeguckt, vier Stück. Auf der anderen Seite ist alles leer. Kann man noch nutzen oder wollt ihr da was anderes hinbauen? Nein, nein. Natürlich, wenn es nachher Serie wird, dann wird das Fahrzeug voll genutzt, um Reichweite, Range zu kriegen im Fahrzeug. Hier haben wir vier Tanks. Die vier Tanks können noch länger ausgeführt werden, weil auch noch hier vorne Bauraum ist. Wenn man das doppelt ausführt, dann hat man schon eine fast dreifache Reichweite und an der Rückwand des Fahrerhauses können auch Tanks hochgefahren werden. Das ist auch für die Brennstoffzelle eigentlich so. Da ist kein Unterschied. Und mit diesen Tanks, die wir dann haben, auf 700 Bar, wäre eine Reichweite von 800 Kilometer ungefähr sicherlich möglich. Also euer Favorit ist das gasförmige Gas, wie es der Name schon sagt. Beim flüssigen Wasserstoff seid ihr noch zurückhaltend, aber davon unabhängig. Sind denn die Tankstellen, du hast es erwähnt, die es jetzt in den Niederlanden gibt, schon bestückt mit wirklich sauberem Wasserstoff? Denn das Ganze nützt mir doch nichts, wenn ich einen Wasserstoff in meinem Verbrenner verbrenne, der vorher aus fossilen Grundstoffen gewonnen wurde. Absolut. Hans-Jürgen, das ist der Nagel auf den Kopf. Die ganze Sache macht nur Sinn, wenn es grüner Wasserstoff ist. Das ist jetzt noch nicht so. Also da ist schon grüner Wasserstoff, aber man kann nicht sagen, dass die Wasserstofftankstellen immer grüner Wasserstoff haben. Die können auch grauen Wasserstoff haben. Aber wenn man grauen Wasserstoff hat, der ja aus Steinkohle oder Erdgas gemacht wird, dann ist das falsch rum. Dann bringt es gar nichts. Eine Frage noch, der Truck Insider ist ja mal recht interessiert an den technischen Details. Die Maschine hat 13 Liter Hubraum. Beim Diesel habt ihr in der Spitze jetzt 530 PS, hattet ihr vorher schon, habt jetzt nochmal das Drehmoment verbessert. Wo fangt ihr jetzt an, was die Leistung angeht und vor allen Dingen, wo wollt ihr hin? Ja, was die Leistung angeht, diesen Prototypen, den ersten fahrenden Auto, das hat noch sehr viel niedriger. Hier reden wir über, jetzt muss ich es richtig sagen, um die 170 kW. 1100 bis 1200 Newtonmeter Drehmoment haben wir drin, also noch recht niedrig. Und wir fahren uns langsam an die Grenzen ran. In der Testzelle fahren wir jetzt schon mit 300 kW und über 2000 Newtonmeter Drehmoment. Aber am Ende, wir möchten natürlich da, wo auch der Diesel jetzt da ist, also bis 500 PS, wäre unser Goal, um da auch mit einem Gasmotor hinzukommen. Aber das wird sich natürlich in der Zukunft zeigen, wenn der Wasserstoff grün ist. Wir wissen ja, wenn wir Lkw fahren, dass wir doch viele Lastwechsel haben. Gerade da, wo ich für den Truck Insider immer wieder meine Tests fahre, Kasseler Berge, da geht es mit Volllast rauf und dann mit Leerlast wieder runter den Berg. Kann der Verbrenner mit Wasserstoff befeuert, kann er das besser? Könnt er da die Schwächen der Brennstoffzelle ausmerzen? Oder gibt es noch andere Gründe für euch zu sagen, wir wollen mal eine Alternative für die Brennstoffzelle, für die mittlere, fernere Zukunft entwickeln? Ja, das hast du richtig gesehen. Also es gibt da schon Unterschiede zwischen der Brennstoffzelle und der Verbrenner und da haben beiden ihren Einsatz, ihre Applikationen, die top sind für die. Für die Brennstoffzelle, was wir jetzt erfahren und was wir kennen aus unserem Test, ist, die hat vor allem dort, wo niedrige Leistung gefragt wird, also 100 kW, 130 kW, 150 kW, dann ist die Effizienz der Brennstoffzelle top. Aber wenn es Richtung 300, 400 kW, wo bei dir die Kasseler Berge, sage ich mal, mit 40 Tonnen fahren muss, dann hat die Effizienz der Wasserstoffverbrennung die Nase vorn. Dann ist der wesentlich effizienter. Das heißt also, was man sonst so denkt, naja, das ist jetzt eine in Anführungszeichen billige Lösung, da nehme ich was Bewährtes. Das ist nicht ganz zielführend, jedenfalls nicht der einzige Grund. Der hat doch wirklich objektive Vorteile, der Verbrenner. Nicht nur, dass man auf bewährte Technik setzen kann, sondern, wenn ich es richtig verstehe, bei den Leistungen, bei den Lastsituationen, die wir im Fernverkehr haben, da ist er auf absehbare Zeit der Brennstoffzelle anscheinend ja doch überlegen. So könnte man das sehen. Also wir sind jetzt dabei, um das zu erfassen, das zu erlernen. Aber die Technik und die Theorie, alles was wir jetzt wissen, zeigt in diese Richtung. Hast du schon recht drin. Und von der Entwicklungsseite, um sehr reliable, dass das zuverlässig ist, da ist auch die Entwicklung sehr viel schneller, denken wir, für einen Wasserstoffverbrenner als eine Brennstoffzelle vom Auto. Ist denn die Lebensdauer der Brennstoffzelle, wenn sie mit hohen Lasten und Lastwechseln fahren muss, mittlerweile einem Verbrenner vergleichbar oder hättet ihr da auch vielleicht noch einen Pluspunkt? Nee, das müsste sie noch sein, ob die Brennstoffzelle über Lebensdauer, also 8 Jahre, 1,6 Millionen Kilometer, ob das alles klappen wird, das ist noch ein großes Fragezeichen, da sind wir noch nicht überzeugt davon. Was wir wissen, dass der Verbrenner, der kann das.
So oder so, es bleibt spannend. Ob die Entwicklung eines reinen Wasserstoffverbrenners ein geeigneter Ansatz für den Fernverkehr ist, muss sich erst noch zeigen. Aber es scheint, als wären die DAF-Ingenieure da auf einer guten Spur. Wir bleiben dran. Bis dann. Ihr wollt in Sachen LKW und Co. immer auf dem Laufenden bleiben? Dann abonniert unseren Kanal auf Facebook und auf YouTube. Wir freuen uns über Likes und Kommentare.